Glut des Berges, forme dich! Zu gleißendem Stahl, dem Helden zu dienen, den Feind zu besiegen! Hallo, willkommen zu Let's Play Dragensang. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, wir stehen hier im Hesinde-Tempel und die Quest, die wir uns für heute vorgenommen haben, beziehungsweise beim letzten Mal begonnen haben, das war ja die Vorbereitung zur Drachenqueste. Das heißt, wir sollten hier mit Dorian sprechen. Dorian von Kuslik ist in dem neu erbauten Hesinde-Tempel anzutreffen und wir stehen auch direkt vor ihm. Das hat man ja schon gesehen, da steht er. Und liebe Elfa, geh mal hin. Quatsch den mal an. Wir machen aber vorher Folgendes. Du hast doch da so einen Spruch, Sensibar Empathicus, genau. Du wirst dich ein bisschen auf den einstimmen. Das heißt, du kannst den jetzt dann doch etwas. Du kannst so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen. Willkommen im geheiligten Tempel der Hesinde. Ihr seid sicher der Gesandte Rakoriums. Wir versuchen mal, uns anständig hier zu geben und unsere Fähigkeiten im Bereich Etikette anzuwenden. Ja, euer Hochwürden, so lautet mein Name. Es ist mir eine Ehre, euch kennenzulernen. Rakorium bat mich, in einem Schreiben euch zu helfen. Das ist richtig. Danke, dass ihr so schnell gekommen seid. Wie ihr wisst, wurde der Hesinde-Tempel neu erbaut. Was ihr allerdings nicht wisst, ist, dass die alten Kellergewölbe noch intakt sind und nur der überirdische Teil neu erbaut wurde. Gewiss ist es ein Segen für euch, dass all diese Wissensschätze durch den Schutz der Erde, von Erde und Felsen bewahrt wurden. Aber was ist es genau, bei dem ich euch helfen soll? Tja, das werdet ihr gleich verstehen. Hierzu muss ich euch in ein altes Geheimnis einweihen, denn den alten Schriften und Erzählungen zufolge beherbergen die Katakomben zu unseren Füßen eine uralte Reliquie des Hesinde-Ordens, die von Generation zu Generation über die Jahrhunderte von Geweihten der Drachenqueste weitergegeben wurde. Durch sie wird das Orakel seine Weissagungen preisgeben, wenn die Zeit der Drachenqueste von Neuem beginnt. Bereits während des Tempelbaus wurden erste Expeditionen in die tieferen Gewölbe unternommen, bis wir von seltsamen riesigen Amöben angegriffen wurden. Zwar waren wir auf Gefahren beim Erkunden der alten Gemäuer gefasst gewesen, aber eine solche Gegnerzahl hat uns schlichtweg überrascht. Wir konnten jedoch herausfinden, dass die Reliquie in drei Fragmente zerbrochen ist, welche über die Katakomben verteilt sein müssen. Rakorium bekräftigte, ihr wärt am ehesten imstande, die Gewölbe von dieser Plage zu befreien und die Stimme des Orakels zu bergen. Naja, der hat ja gut reden. Ich weiß auch nicht, ob wir schon entsprechend gut ausgerüstet sind. Also, naja gut, im Zweifelsfall müssen wir einfach nochmal rausgehen und uns besser wappnen. Okay, also ich will euch gern behilflich sein, geweihter Dorian. Es wäre ein großes Unglück, wenn das Fest um den Hesinde-Tempel und die heilige Drachenqueste nicht stattfinden könnte. Davon hat Ferdok wahrlich genug gesehen. Großartig! Allerdings sind die Zugänge, die in die unteren Kellergewölbe führen, verschlossen. Novize Avanti hüte zurzeit den Schlüssel. Er forscht im unteren Stockwerk nach einigen der alten Schriften, die wir vor den Ungetümen bewahren konnten. Lasst euch von ihm den Schlüssel aushändigen und durchsucht den befallenen Teil der Katakomben nach der Stimme des Orakels. Ja. Hol den Kellerschlüssel und suche die Orakelsteine. Ja. Tja, liebe Leute. Da müssen wir mal so ein bisschen an uns heruntergucken. Ich meine, gut, wir haben natürlich jetzt die schönen neuen Handschuhe.
Ansonsten sind wir ja nun nicht so prickelnd gerüstet. Also du bist noch am besten gerüstet. Amazone voraus. Vielleicht sollten wir dir noch was anderes zum Anziehen besorgen. Und ein paar Punkte könnten wir natürlich auch noch verteilen. Ja. Schauen wir mal. Naja, du arbeitest ja auf jeden Fall mit Fechtwaffen. Du könntest aber auch ein paar Lebenspunkte vertragen, ne? Wie sieht das denn aus bei dir mit Heilen? Denn du bist ja nun die wichtige Person mit den Heilfähigkeiten. Machen wir das mal hoch. Bei den Zaubersprüchen. Das sollte auf jeden Fall hoch. Deinen Armatrutz könntest du verbessern. Der Acceleratus, tja. Lalala. Eisenrost und Patina. Donnerkeil. Ja, nun gut, so soll's dann mal sein. Was machen wir bei dir? Am besten draufhauen, ne? Selbstbeherrschung ist gut. Lebenspunkte 44. Wie sieht das aus mit deinen Waffen? Womit kämpfst du? Mit einem Säbel, da hast du Maximum. Tja, Lebenspunkte kann man eigentlich nie genug haben, ne? Machen wir das mal so. Du könntest dann den noch erhöhen, ja. Okay. Ein Zwerg, ein Wort. Wie sieht das denn so bei dir aus? Du kämpfst mit einer Hiebwaffe. Und da könntest du auf jeden Fall nochmal eine Schippe draufpacken. Wo kam der jetzt? In Parade. Ich hätte ihn ja lieber in Attacke. Na gut. Okay. Wie sieht das hier aus? Sinnesschärfe. Brauchst du denn eigentlich Sinnesschärfe? Also, da geht's Hinterhalt, Falle. Ich denke, wir lassen ja Rulana wieder vorlaufen, von daher. Klugheit bringt dir jetzt auch nicht so viel und Charisma, ne? Dann nimmst du lieber hier nochmal zwei Lebenspunkte dazu. So, so soll es dann mal sein. Und Kladis? Ja, Kladis. Das hätte ich ganz gerne bei dir mal ein bisschen höher. Gassenwissen ist okay, das kann so bleiben. Du hast eine Fechtwaffe, ne? Florette ist eine Fechtwaffe, sehe ich das richtig? Ja. Zauber. So, die Höhe, das ist gut. Die Höhe. Ja, okay. Okay. Genau. Das sollten wir vielleicht auch machen. Wir gucken nochmal, ob wir nicht für unsere Mannschaft doch rüstungstechnisch ein bisschen was dazu besorgen können. Und jetzt überlege ich gerade, wo man am besten Rüstung kaufen kann. Da müssen wir uns noch ein bisschen umgucken, fürchte ich.
Ich mache vorsichtshalber jetzt mal einen Zwischenspeicherstand. Zwischenstand. Ja, und hier würde ich sagen, kriegen wir erstmal nichts. Im Krämer kriegen wir auch nichts. Nein, keine Pause. Da oben gab es noch Kampftechniken, aber das machen wir jetzt im Moment nicht. Dafür haben wir jetzt ja auch unsere Punkte anderweitig vergeben. Also auf dem Praios-Platz gibt es natürlich auf jeden Fall Händler. Das gucken wir uns jetzt mal an, was der so hat. Aber in der Grafenstadt gab es ja auch den einen oder anderen. Zwielichtige Person, ja, der hat... da fällt mir ein, ja, zu dem müssen wir ja auch. Denn... Haarnadeln fehlen uns. Elfer braucht weitere Haarnadeln. Wir haben jetzt ja nur noch 2 Dietriche. Fex zum Gruß. Braucht ihr etwas Spezielles? Oh ja, das kannst du wohl sagen, ne? Kannst du mir mal zeigen, was du so hast? Tja, weißt du. Die Haarnadeln. Wie viel nehmen wir denn mal? 20? 25. 25. Dietriche hast du nicht, ne? Ne, hat er nicht. Okay. Ein unidentifizierter magischer Ring, okay. Amazone voraus. Lass das mal vorgehen. Das bin ich. Ja. Könntest du gleich auch mal da unten parken dann, ne? So. Wir sollten auch sehen, dass wir Gulmontee und Verbände satt haben, wenn wir da reingehen Gute wollen. Entscheidung. Genau, also nochmal zum Anwesen. Aber vorher gucken wir mal wirklich mal die Händler jetzt endlich mal an. Wobei ich mal vermute, dass wir in der Grafenstadt bessere Waren kriegen werden. Kräuterfrau brauchen wir nicht. Kräuter haben wir alle im Dingenskirchen. Und ich habe ja die ganze Zeit mich darum gedrückt, hier Alchemie zu lernen. Ja. Vielleicht sollten wir das auch langsamer angehen, ich weiß ja nicht. Was meint ihr? Waffenhändler! Ah! Schaut euch nur in meinem Sortiment um. Chandor Salvort verkauft nur Waffen bester Qualität. Tja, dann zeig ich mal. Einfaches Kleid, Stulpenstiefel, Tellerhelm, ja. Das ist, glaube ich, alles nicht wirklich etwas, was uns jetzt hier weiterbringt. Waffen eventuell. Boah, ein bisschen Waffenhändler. Ein horasischer Kampfstab. Beihandwaffe. Breitschwert. Ein W6 plus 4. Einhandwaffe. Schwerter. Kannst du das Schwert, eigentlich? Ein Wort. Aber du hast ja ein W6 plus 3 und du hast? Ich nehme die Sache in die Hand. Ein W6 plus 4. Du hast schon so eine Waffe. Das wäre also jetzt Amazone voraus. Keine Verbesserung. Wir können höchstens noch mal gucken, was ob für Elfi was dabei ist. Dein Degen, ein W plus 3. Und du hast auch ein W plus 3. Na komm, zeig mal deine Waffen hier. Ein Degen. Auch eine Fechtwaffe. Auch ein W plus 3. Ja, das ist keine Verbesserung jetzt wirklich für uns. Ein anderthalb Hände. Oh, ein W plus 5. Also ein W6 plus 5. 2 Handschwerter.
Ich weiß nicht, ob das überhaupt einer bei uns kann. Kannst du das? Ah! Nicht kaufen! Nicht kaufen! Nicht kaufen. So war das nicht gedacht. Ich versuche mein Bestes. Ja, ich weiß. Da hinten hätten wir noch Guido Helmbrecht. Da können wir gleich nochmal gucken. Beziehungsweise der hat ja auch nichts. Tja, das muss leider sein, dass wir uns hier ein bisschen vorbereiten. Vorgrim, du könntest jetzt mal deinen Krempel da mal wegbringen, ne? Jetzt machst du das mal eben. Ich glaube, das war hier, ne? Nee, da war das gar nicht. Da? Auch nicht. Den kannst du mal mitnehmen. Dann wir hier. Ja, das brauchen wir nicht. Gulmond-Tee, ja. Wirselkraut. Da müssen wir, glaube ich, wirklich Elfa gleich mal gucken lassen. Was haben wir denn da drin? Dann machen wir deine Sachen mal da rein, okay. Gut, dann könntest du jetzt der Elfa das mal geben. So. Den Gulmond-Tee, den müsstest du tatsächlich selber machen. Gulmond-Tee. Kannst du gar nicht, doch kannst du. 5 Gulmond-Blätter und Quellwasser. Ja, wir haben aber gar nicht so viel da davon. Hehe. Haha. Wir haben nur 3. So. Wirselkräuter kann man auch so benutzen und Einbeeren ja auch. Ich nehme das mal alles mit. Und wir gehen jetzt mal zu unserer Alchemistin. Wo war die eigentlich nochmal? Die waren, glaube ich, in der Grafenstadt, ne? Also die Übersicht zu behalten, wo die ganzen Händler sind, das ist gar nicht so einfach. Da sind ja relativ viele hier, ne? Shankmite. Zumindest könnten wir bei der Kräuterfrau mal gucken, ob sie Gulmond-Blätter hat und was die da so kosten. Tretet näher, frische Kräuter aus Armestreu. Ach, sag bloß, das ist ja ein Schenkelklopfer. Zeig doch mal, was du sagst. Ja, Quellwasser, Wirselkraut, Gulmondblatt. 10. 10 kosten 2 Silber und du hast nur 10. Dann nehmen wir auch alle, die du hast. Ach, Tee hast du auch, aber der ist relativ teuer, oder? Was kostet denn 10 mal Tee? 4 Silber? Also günstig kann ich das ja gar nicht herstellen, oder? Na, wir probieren es mal aus. Gut. Du hast was zum Trinken. Und was hast du so? Grato Helmbrecht, zu euren Diensten. Ich habe Rüstungen aller Art. Ah ja, Rüstungen hast du. Das ist interessant. Dann zeig mal her. Soldatenstiefel. Wir haben normale Stiefel, also Lederstiefel an, jeweils plus 1. Das wäre zum Beispiel schon mal eine Verbesserung für uns. 2 Dukaten. Lederbeinschienen. Alles klar.
Wattierter Waffenrock 22211. Ja. Das wären 2 Punkte mehr für 3 Dukaten. Lederkappe brauchst du nicht. Lederne Armschienen hast du, glaube ich. Ja. Und die anderen können die alle gar nicht einsetzen, weil die ja. Lass das mal Vorgrim machen. Du hast die ausgerüstet und die bringen 2-2 und die bringen auch 2-2. Hast du denn auch sowas? Lederbeinschienen 1-1, okay. Dann kaufen wir die einmal und die, die du anhast, kannst du mal ihr geben. Ja, mit dem wattierten Waffenrock. Oh. Wenn wir mal einen nehmen. Aber für Rolana ist halt nichts da dabei. Das habe ich jetzt auch der falschen Person gegeben. Okay. Gucken wir mal rein, ja? Lass mal gucken. So. Das Zeug packe ich jetzt alles mal darüber. Das will ich jetzt hier nicht sehen. So. Satz mit X, das war wohl nix. Und wenn ich das nehme, habe ich auch 3. Was war denn jetzt teurer? Das war mal irgendwie nix, ne? Aufgepasst! Ich nehme die Sache in die Hand. Okay, das ist auf jeden Fall eine Verbesserung. Und das sieht scheiße aus, ist aber eine Verbesserung. Ja. Okay, ja, jetzt habe ich natürlich hier. Also entweder ich lege das an, dann habe ich hier auch 3 Punkte, oder ich ziehe die an, dann habe ich 3 Punkte. Das Gleiche ist bei ihr. Meint ihr? Mhm. Denn du hast ja jetzt. Alles klar. Okay. Schauen wir mal. Ratuhelm. So, schauen wir mal. Also erstmal verkaufen wir das. So, das gibt 2D und die geben 1D. Das heißt, das verkaufe ich zurück. Und jetzt gucken wir erst noch mal wieder rein. Ziehen die an. Das heißt, die kann ich auch verkaufen. Ich nehme die Sache in die Hand. Ja, das bleibt so. Das bleibt auch so. Und du behältst die an und das kriegt sie alles zum Verkaufen. So. Wo haben wir es denn? Komm, da. Lederstiefel, Stulpenstiefel, Lederstiefel. So, okay. Gut. Soweit so gut. Ja, das speichern wir jetzt mal so. Jetzt wollte ich aber trotzdem in der Grafenstadt nochmal gucken. Einmal wegen der Alchemie. Und natürlich, weil Rolana auch noch was Vernünftiges zum Anziehen braucht. Ja, schade, Elfi, deine schöne Robe. Aber gut, sieht zünftig aus. Außerdem, schönen Menschen kann nichts entstellen, ne? So, und es ist auch schon wieder an der Zeit, den Part hier zu beenden. Wie es weitergeht, sehen wir dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Drakensang. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Macht's gut bis dahin. Tschüss.